letzten Donnerstag haben wir den Satz von Reis gemacht. Das ist ein relativ mächtiges Werkzeug, in dem das uns gezeigt hat, dass quasi alle interessanten Eigenschaften, nämlich alle nicht trivialen semantischen Eigenschaften von Turing-Maschinen nicht entscheidbar sind. Das heißt, alle Arten von Fragen, die etwas mit einem Muster der Sprache einer Turing-Maschine zu tun haben. Einen nicht trivialen Muster, also einem Muster, das es nicht in allen Turing-Maschinen gibt und auch nicht in keiner Turing-Maschine gibt oder in keiner Sprache oder allen Sprachen. All diese Fragen sind unentscheidbar. Da ging es aber nur, in Anführungszeichen, um semantische Eigenschaften von Sprachen, um also direkt die Muster, die von Turing-Maschinen realisiert werden. Und vielleicht kriegen Sie, wenn ich Ihnen nur über den Satz von Reis erzählt hätte, besteht ein bisschen die Gefahr, dass Sie den Eindruck bekommen, dass das, diese Unentscheidbarkeit etwas sehr Spezifisches ist, was mit den Turing-Maschinen zu tun hat und deren Art zu rechnen und Muster darzustellen, der Art von Muster, die durch Turing-Maschinen dargestellt werden. Vielleicht entsteht insgesamt ein bisschen die Gefahr, dass wir uns zu sehr auf die Turing-Maschinen als Automatenmodell einschießen und vielleicht gehen Sie dann irgendwie aus dieser Veranstaltung raus und denken, die Turing-Maschinen waren irgendwie ein historischer Fehler, wir sollten was ganz anderes machen, irgendwelche ganz anderen tollen Computer bauen, die viel besser funktionieren. Und vielleicht gibt es da ja irgendwelche coolen Tricks, ich weiß nicht, irgendwas mit Kristallen und DNA und Quanten und, ne? Deswegen möchte ich jetzt in diesen nächsten 2, 3 Vorlesungen, die das Ende bilden werden der Berechenbarkeitstheorie, einen etwas breiteren Kreis ziehen und über andere Modelle für die Beschreibung von Problemen und auch für die Lösung dieser Probleme, also Rechnungen, zu diskutieren mit Ihnen. Das wird jetzt ein bisschen mehr High-Level werden, ein bisschen abstrakter. Wir werden ein paar einzelne Beispiele anschauen. Manche davon sind eher exotisch, manche davon sind sehr viel näher an der Praxis, die Sie aus dem Computer kennen. Und heute insbesondere werden wir über eine ganze Reihe von Beispielen für die Beschreibung von Entscheidungsproblemen sprechen, die sich dann als nicht entscheidbar herausstellen. Und ich sage, das möchte ich betonen, bewusst jetzt für heute Beschreibung von Entscheidungsproblemen. Denn das, was Sie jetzt sehen werden in den nächsten paar Minuten, hier mit uns miteinander heute, sind keine Automaten in dem Sinne wie für die Turing-Maschine, also ein dynamischer Prozess, in dem wir sehr explizit beschreiben, wie wir ein Problem lösen, sondern nur die Beschreibung von mathematischen Problemen. Das ist in einer gewissen Weise was Schwächeres. Wir müssen uns dann nächste Vorlesung am Donnerstag mit dem Beschreiben von Rechenschritten beschäftigen. Aber dieses abstraktere Reden über Entscheidungsprobleme ist vielleicht auch insofern interessant, als es uns wieder näher an die Mathematik als vielleicht Nachbardisziplin heutzutage der Informatik ranbringt. Und wir werden sehen, dass das große Takeaway für heute, auf das ich Sie ranführen möchte, ist, dass es sehr, sehr viele, sehr scheinbar unterschiedliche Arten von Entscheidungsproblemen gibt, also Fragen, die man mathematisch formulieren kann, die keine berechenbare Antwort haben. Zumindest nicht in dem Kalkül, das durch die Turing-Maschinen dargestellt wird. Dass wir kein besseres Kalkül haben als die Turing-Maschinen, das machen wir dann in den danach folgenden Vorlesungen. Und vielleicht das Wichtigste, das historisch Wichtigste solche Modell für die Beschreibung eines Entscheidungsproblems ist eins, das auf den ersten Blick sehr exotisch aussieht. Und deswegen erkläre ich es Ihnen erst und dann werden wir sehen, warum das so interessant ist. Das ist das sogenannte Postsche Korrespondenzproblem. Wer hat schon mal von PCP gehört? Im Postschen Korrespondenzproblem, eine Person im Hörsaal, sehr gut, dann kann ich es Ihnen von Anfang an erzählen. Zunächst mal, wer ist dieser Mensch? Hier ist er, Emil Leon Post, das ist das einzige Foto, das von ihm existiert, in verschiedenen Auflösungen. Die Quelle ist inzwischen nicht mehr nachvollziehbar. Er ist ein, wie so oft bei Menschen mit diesem Geburtsdatum vor 1900, ist es ein bisschen schwierig, ihnen eine Nation zu geben. Er stammt aus dem Gebiet, das heute in Polen liegt und das damals das sogenannte Kongresspolen war, das war Russland angeschlossen, aus einer Stadt, die heißt Augustow, glaube ich. Ich hoffe, ich habe niemanden hier, der Polnisch spricht, irgendwie damit Schmerzen zugefügt, wie ich das ausspreche. Er ist schon als Kind ausgewandert mit seiner Familie nach Amerika und hat dann da in Cornell studiert und war Mathematiklehrer und hat dann promoviert.
war stark beeinflusst auch von Gödel. Das war diese ganze Zeit der Grundlagen der Logik, über die wir jetzt schon eine ganze Weile diskutiert haben. Und er hat übrigens auch dann so ein bisschen so eine tragische Lebensgeschichte. Wie Gödel auch, hat er eine manische Depression. Heutzutage wird sowas medikamentös behandelt. Damals wurde das mit so Elektroschocktherapie behandelt und daran ist er gestorben. Deswegen ist er auch nicht so alt geworden. Er hat dieses Konzept hier erschaffen, das damals auch als das Wortproblem in Halbgruppen beschrieben wurde, das wir aber intuitiver uns durch Dominosteine vorstellen können. Also hier ist erstmal die Definition und dann reden wir darüber, was das intuitiv bedeutet. Angenommen, wir haben ein Alphabet von Symbolen mit mindestens zwei solchen Symbolen und wir nehmen jetzt an, dass uns eine Liste gegeben wird, die aus Tupeln, also aus Paaren, von jeweils zwei Wörtern über dem Alphabet Sigma. Wörter, nicht Buchstaben. Ja, also Sequenzen von Symbolen bestehen. Und wir haben davon endlich viele, nämlich N, solche Paare. Und die, können Sie sich vorstellen, dass wir die uns so auf so Dominosteine schreiben? Ja, also jedes Paar ist ein Dominostein mit einem blauen Teil und einem gelben Teil. Und dieses eine Paarelement, das erste steht auf dem blauen Teil und das andere steht auf dem gelben Teil. Und hier oben und unten steht also jeweils ein Wort, eine Sequenz von Symbolen. Und die Frage ist jetzt, gibt es eine Lösung? Eine Lösung ist eine Sequenz von Indizes, eine endliche Sequenz von Indizes, so dass, und in diesen Indizes kann man übrigens ein Wortpaar beliebig oft benutzen, also man kann auch mehrmals Kopien dieser Dominosteine aneinanderlegen, so dass das, was oben steht und das, was unten steht, genau gleich ist. Also nochmal anders gesagt, mit einem Beispiel, ich verliere immer wieder den Mauszeigerfokus, so. Angenommen, das ist unser Satz an Dominosteinen, ja, wir haben einen, wo oben 0,1 und unten 0 steht, einen, wo 0,0 und unten 1 steht, einen mit 0 und 0 und so weiter und so weiter. Die Dinger sind geordnet, ne, wir dürfen die Farben nicht vertauschen und wir müssen die so nebeneinander legen, dass oben und unten, wenn man es der Reihe nach liest, so wie hier drüben, das Gleiche steht. Ja? Wenn wir sowas finden können, dann nennen wir das eine Lösung. Haben Sie verstanden, wie das funktioniert, dieses Spiel? Es ist wirklich wie ein Dominospiel. Ja? Nicht so richtig. Gebe ich Ihnen einfach mal kurz 10 Sekunden Zeit, um darüber nachdenken. Und wenn Sie es nicht verstanden haben, stellen Sie eine Frage. Jetzt frage ich nochmal. Glauben Sie, Sie haben verstanden, wie das System funktioniert? Jetzt wird ein bisschen mehr genickt. Okay, es gibt eine Frage. Nein, also Sie haben die Hand gehoben, um Ja zu sagen. Gut, danke. Okay, also nochmal kurz für die, die noch ein bisschen straucheln. Wir haben endlich viele von diesen Dominosteinen, aber wir dürfen die beliebig oft kopieren. Das ist quasi... Das sind Typen von Dominosteinen und wir können beliebig viele Tokens davon generieren. Und die Frage ist, ob wir Kopien dieser Dominosteine aneinanderlegen können, sodass, wenn wir oben von links nach rechts lesen und wenn wir unten von links nach rechts lesen, das Gleiche steht. Sie hatten eine Frage? Okay, hat sich geklärt. Gut. Und jetzt ist die Aussage, noch eine Frage? Müssen wir quasi alle Steine verwenden? Nein, wir müssen nicht alle Steine verwenden. Kann sein, dass ein Stein liegen bleibt irgendwo. Wir müssen nur eine endliche Sequenz bauen. Ja? Ah, okay, also die Frage ist, was, wenn wir gleich oben und oben das Richtige reinschreiben, wenn wir diese Sequenz gleich da oben reinschreiben, genau das, also das geht nicht. Die Annahme ist, es gibt uns jemand eine Auswahl an diesen Steinen und auf diesen Steinen steht irgendwas drauf. Ja, also wir haben nicht die Kontrolle darüber, was auf den Steinen draufsteht, sonst wäre es ja sehr einfach. Sonst könnte man einfach sagen, geben Sie mir die Sequenz, die draufstehen soll, dann schreibe ich sie oben und unten drauf, fertig. Ja, sondern jemand anders gibt Ihnen kommt von Ravensburger in der Post, so eine Kiste, und da sind Dominosteine drin. Und Sie können nicht entscheiden, was draufsteht. Und das Puzzle besteht daraus, kann ich die aneinander reihen, sodass oben und unten das Gleiche steht. Mit der leichten Herausforderung, dass Sie Kopien der Steine nehmen dürfen. Ja, also es gibt quasi so einen unendlich großen Sack von diesen Steinen, aber leider nur endlich viele davon sind jeweils paarweise verschieden. Ja, also da gibt es einfach, sagen wir mal, 12 von diesen Steintypen und wir haben einen Sack voll 10.000 von denen und jeder von denen ist einer von den 12. Okay? Gut, ich glaube, jetzt ist es klar. Okay, und die Aussage, die da unten schon steht, als Satz, die übrigens direkt von ihm stammt,
ist, dieses Korrespondenzproblem ist nicht entscheidbar. Es gibt also keine Turing-Maschine, die irgendeinen Algorithmus realisiert, der gegeben eine solche Auswahl an Steinen im Allgemeinen entscheiden kann, ob eine Lösung existiert. Geschweige denn, wie sie aussieht. Und warum ist das jetzt spannend, darüber nachzudenken? Na, zunächst mal, vielleicht brauchen wir uns mal eine Intuition, warum das eigentlich schwer ist. Diese Art von Probleme, und das ist das, was oft den Charakter von unentscheidbaren Problemen ausmacht, die sind zunächst mal offensichtlich aufzählbar. Denn was ich machen kann ist, ich kann ja einfach beliebig die Kombinationen von aneinandergereihten Dominosteinen irgendwie durchnummerieren. Ja, also ich kann mir irgendein Indexsystem vorstellen, wie ich zunächst mal die Dominosteine indiziere. Ich gebe einfach jedem Dominostein einen Namen. Sagen wir mal, wir haben ja n von diesen Dominosteinen, dann nehmen wir halt die Zahlen von 1 bis n, schreiben die in Binärdarstellung, dann haben wir irgendwelche binären Sequenzen und dann kann ich mir irgendeine Reihung vorstellen, von wie ich die aneinander lege, ja, also welcher Dominostein an welchem Punkt liegt. Das ist eine Indexmenge und durch die durch kann ich eine Aufzählung machen, ja, durch die natürlichen Zahlen. Also das ist die erste Form von Diagonalisierung nach Cantor. Und damit habe ich eine Abbildung von den natürlichen Zahlen auf alle möglichen Sequenzen und die kann ich einfach der Reihe nach durchgehen. Und wenn es irgendwo eine Lösung gibt, dann taucht die irgendwann in dieser Liste auf. Macht das Sinn? Ihr könnt euch das richtig als Programmierproblem vorstellen. Ja? Angenommen, ich möchte einfach, dass Sie einen Enumerator bauen, der alle möglichen Aneinanderreihungen von diesen K-Typen von Dominosteinen hintereinander schreibt, dann glaube ich, dass die meisten von Ihnen ein Programm schreiben können, das das machen kann. Offensichtlich also in einer Turing-Maschine realisierbar. Deswegen ist sie aufzählbar. Rekursiv aufzählbar. Ja? Aber wenn wir noch keine Lösung gefunden haben, während das Ding läuft, gibt es zunächst mal, zumindest aus der ersten naiven Intuition heraus, keine Möglichkeit, wie wir merken, dass wir einer Lösung näher kommen oder uns von ihr entfernen. Es gibt keine offensichtlichen Muster, die wir irgendwie ausnutzen können, um zu sagen, jetzt sind wir gleich da oder da kommt jetzt nichts mehr oder jetzt haben wir genug gesehen, irgendwie, da kann jetzt keine Möglichkeit mehr kommen, um das aufzulösen. Aber das alleine reicht natürlich nicht, um zu zeigen, dass es nicht entscheidbar ist. Es reicht nur, um zu zeigen, dass es rekursiv aufzählbar ist. Wie also zeigt man jetzt, dass so ein Problem unentscheidbar ist? Und man zeigt es interessanterweise, und das ist eine typische Beweistechnik, zumindest für den Einstieg in dieses Problem, durch die Reduktion von einem bekannt unentscheidbaren Problem aus den Turing-Maschinen auf dieses Problem. Wir werden also versuchen, das Konzept einer Turing-Maschine abzubilden auf dieses Problem. Auf diese Dominosteine. Und diese Art von Konstruktion, dass man irgendwie eine Brücke baut zwischen den Turing-Maschinen und irgendwas anderem, in diesem Fall den Dominosteinen, die werden wir auch in der Komplexitätstheorie noch ein paar Mal wieder erleben. Deswegen lohnt es sich jetzt anzufangen, sich damit so ein bisschen so zu familiarisieren. Ist das ein deutsches Wort? Nee. Sich damit irgendwie dran zu gewöhnen. Um das zu tun, machen wir zunächst einen Zwischenschritt, nämlich, dass wir eine ganz leicht einfachere Variante, scheinbar einfachere Variante des Postschen Korrespondenzproblems bauen. Die ist ein leider rein technischer Hilfssatz, den wir einfach brauchen. Und der hilft uns dabei, nochmal eine Intuition dafür zu kriegen, wie dieses Problem eigentlich funktioniert. Der funktioniert nämlich folgendermaßen. Wir betrachten das sogenannte modifizierte Postkorrespondenzproblem, MPCP, also das C übrigens für das englische Correspondence, ne? Das funktioniert genau gleich wie das, was wir gerade eben gesehen haben, aber es gibt eine kleine Änderung hier am Ende in Fett. Also wir haben auch wieder so eine Liste an Dominosteinen, immer noch n Stück, die bestehen aus Wörtern, eine Lösung ist eine Sequenz von Indizes, so dass oben und unten das Gleiche steht und insbesondere der allererste Dominostein ein besonderer ist, den wir ohne Beschränkung der Allgemeinmöglichkeit auch den ersten Dominostein nennen können. Der aus der Liste als erstes kommt. Also wir suchen nach allen möglichen Lösungen, die auch die Eigenschaft haben zusätzlich, dass ein ganz bestimmter Stein am Anfang steht. Frage. Wenn
Die Frage ist, können Alpha und Beta auch Epsilon sein? Also sprich, gibt es auch Dominosteine, auf denen nichts steht? Ehrlich gesagt, also in all denen, was ich machen werde, nein. Ich weiß nicht, ob es im allgemeinen Fall auch ginge, wobei wir dann natürlich irgendwie einschränken müssen, dass das nur auf eine bestimmte Häufigkeit, also ich komme nachher noch dazu, dass es bestimmte Spezialfälle vom PCP gibt, die tatsächlich bekannt lösbar sind. Aber das Allgemeine in dieser Formulierung ist nicht lösbar. Ich glaube nicht, aber nageln Sie mich nicht darauf fest, dass es ein Problem ist, wenn es einen einzelnen Dominostein gibt, der insbesondere das leere Wort hat. Aber ich glaube, das Schwierige ist eher andersrum, dass wir erlauben, dass beliebige Sachen oben und unten stehen. Also das wird nicht, es wird natürlich dadurch leichter, wenn ich sage, es steht mit Sicherheit irgendwo das leere Wort, aber ich glaube nicht, dass es leichter wird dadurch, dass ich erlaube, dass irgendwo das leere Wort steht. Okay, gut, also das ist unser Spezialfall, den wir da jetzt, den wir brauchen werden, um das Ganze nachher benutzen zu können. Ich gebe Ihnen so einen kleinen Hint dafür, warum wir das brauchen. Wir werden, oder ich habe es ja schon verraten, wir werden nachher wirklich versuchen, Turing-Maschinen zu simulieren mit Dominosteinen. Und Turing-Maschinen haben ja eine besondere Anfangskonfiguration. Die fangen immer auf eine bestimmte Art an. Deswegen müssen wir sagen können, es gibt eine bestimmte Art anzufangen. Und das ist das Problem, auf das wir reduzieren. Und da das scheinbar irgendwie eingeschränkter ist, bauen wir uns zunächst eine Reduktion von diesem modifizierten PCP auf das Allgemeine. Und wie zeigt man sowas? Also quasi, jetzt ist die Abbildungsreduktion. Sie haben ja gesagt, Abbildungsreduktionen sind schwer, müssen wir uns irgendwie mit beschäftigen. Also auch hier werden wir das Gleiche machen wie eine Abbildungsreduktion von Turing-Maschinen, aber dass wir jetzt Abbildungen schaffen zwischen diesen Problemklassen. Wir müssen also eine berechenbare Funktion finden, Turing-berechenbare Funktion, die eine Instanz dieses speziellen, modifizierten PCPs abbildet auf die allgemeine Instanz eines PCP. Es ist relativ klar, dass das geht. Ja? Aber wir müssen das so machen, weil das ist ja offensichtlich ein Spezialfall, ne? Aber wir müssen das so machen, dass Lösungen des modifizierten Problems auch Lösungen des Allgemeinen sind. Und wenn ein modifiziertes Problem nicht lösbar ist, dann darf das zugehörige Allgemeine auch nicht lösbar sein. Und dieser letzte Teil, der ist etwas schwieriger. Und das funktioniert folgendermaßen. Dazu benutze ich einen Beweis, den man im Schöning finden kann. Und der wird jetzt ein bisschen technisch. Ich weiß, sorry, wird ein bisschen trocken. Vielleicht können Sie versuchen, eine mentale Flughöhe oben drüber zu bleiben und zu verstehen, wie solche Beweise funktionieren. Und nicht unbedingt, was sie genau technisch machen. Wir machen das einmal kurz technisch und dann denkt man darüber nach, warum man das jetzt so macht. Ja? Es funktioniert folgendermaßen. Also wir möchten zeigen, dass es eine Abbildungsreduktion gibt von dem modifizierten Problem auf das allgemeine Domino-Problem. Und das machen wir folgendermaßen, dass wir eine Abbildung konstruieren, die nimmt ein beliebiges Wort aus, in diesem Fall übrigens die nicht leere Hülle, also die Hülle ohne das leere Wort, und macht folgende Veränderung daran. Die fügt nämlich zwei neue Symbole hinzu. Zunächst mal benutzen wir dieses Hash-Symbol, das wir neu hinzufügen. Und wir definieren diese Operation. Die habe ich jetzt, das ist anders als im habe ich da 70er geschrieben? Das ist, glaube ich, im Schöning, ne? Sorry, Schöning 2.7. Habe ich anders als im Schöning mit anderen Notationen gemacht. Die ist vielleicht ein bisschen suggestiver, nämlich durch das Hinzufügen oder Einweben von Hashes. Also ich weiß, erstmal sieht es nach einem völlig unintuitiven Objekt aus, aber Sie können mir vielleicht glauben, dass das eine Operation ist, die eine Turing-Maschine realisieren kann. Ja? Wenn ich Ihnen eine Sequenz von Symbolen gebe, also ein Wort, dann kann sie eine Turing-Maschine bauen, die das Wort nimmt und einfach zwischen jedes Symbol ein Hash reinschreibt. Klar. Und insbesondere kann sie das auf drei Arten machen. Sie kann nämlich entweder so das machen, dass links und rechts ein Hash steht, oder so, dass nur links eins steht und am Ende keins, oder so, dass am Anfang keins steht und am Ende eins steht. Und das schreiben wir mit diesen so kleinen, das sollte so kleine Pfeilchen sein, ne? Also links ist auch eins, rechts ist auch eins, links und rechts ist auch eins. Und das hier definiert, können wir benutzen, um eine Funktion zu definieren,
die nimmt eine Instanz dieses PCP, dieses Postkorrespondenzproblems, also eine Liste an Dominosteinen, an Typen von Dominosteinen, und dann produziert sie daraus diese Liste an Dominosteinen. Diese ist zwei länger als die alte. Ja, Sie sehen hier 1, 1, 2 und so weiter bis N und dann ein neues Sonderdominosteinchen, das hinzugefügt wird. Und zunächst mal, bevor wir darüber nachdenken, warum das eine interessante Abbildung ist, es sollte hoffentlich klar sein, dass diese Funktion Turing berechenbar ist, weil dieses Umschreiben von Symbolen ist was, was Turing-Maschinen können. Ja, Frage. K statt A. Da? A, ja, das sind Tippfehler, stimmt, die sollten alle A heißen, F von A, 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 ja, okay. Also stellen Sie sich vor, das ist ein K. Ich glaube, ich habe hier das K gesehen, dann wollte ich es ändern, weil hier unten nochmal ein K vorkommt und dann habe ich mich so da drin gelassen. Okay, also überall da, wo hier ein F von K. Wir nehmen eine Instanz eines PCP und wir transformieren sie, indem wir an alle Worte links und rechts Hash dran schreiben und dazwischen rein. Ja? Aber auf eine bestimmte Art und Weise, nämlich das allererste in dieser Liste ist das einzige, wo dieser Diamant vorkommt, wo wir links und rechts ein Hash, ja? Nee. Lassen Sie mich kurz machen. Also, wir produzieren zwei neue Steine, Dominosteine. Der erste Dominostein ist besonders, der hat nämlich als einziger diese Veränderung mit einem Hash und da noch ein Hash. Und unten hat er die Version, wo links ein Hash steht und rechts keins. Und alle anderen sind von den Typen, dass sie oben links keinen Hash haben und unten links einen Hash haben. So, warum machen wir das so rum? Wenn Sie versuchen zu folgen, ich weiß, viele von Ihnen haben angefangen abzuschalten, wenn Sie versuchen zu folgen, dann fällt Ihnen wahrscheinlich auf, dass die einzige Möglichkeit, eine Lösung anzufangen, also einen String zu finden, der oben und unten mit dem gleichen Symbol anfängt, ist, dass wir mit diesem Symbol anfangen. Ja? Weil das Einzige ist, wo oben und unten ein Hash steht am Anfang. Bei allen anderen steht oben kein Hash und unten ein Hash. Also können sie alle nicht der Beginn einer Lösung sein. Und das ist genau der Trick. Und da hinten, warum brauchen wir diesen Sondersteinchen? Ja, weil indem wir damit anfangen, fügen wir hier einen Hash mehr an, im ersten Zeichen, als unten steht. Also wenn wir die ganze Zeit über so einen extra fehlenden Hash mit uns rumschleppen, den wir am Ende noch irgendwo einfügen müssen, und dafür bauen wir dieses Korrekturzeichen da hinten ein, was quasi genau den Abschluss macht. So, jetzt können wir zeigen, falls diese Instanz eine Lösung hat, die mit der 1 anfängt, wo also das hier am Anfang steht, dann, weil hier ja auch 1 steht, ist diese erste Lösung natürlich auch eine Lösung dieses abgebildeten Problems. Aber umgekehrt, falls dieses Problem eine Lösung hat, dann fängt die Lösung mit dem ersten Teil an, also fängt auch die Lösung des Urproblems mit dem ersten Teil an. Und sie ist eine Lösung, denn wir kriegen die Lösung daraus, indem wir einfach nur alle Hashes wieder rausschmeißen, quasi alle wieder vergessen und alle Dollarzeichen vergessen. Und dann steht da natürlich auch insbesondere wieder die gleiche Lösung. Okay, ich weiß, das ist ein technischer Beweis. Warum machen wir den überhaupt? Weil es erstens ein Beispiel für eine Abbildungsreduktion. Und Sie sehen hier, ist die Abbildung was ganz anderes, als irgendwie eine Turing-Maschine auf die andere abbilden. Das ist eine Instanz von einem Problem auf ein anderes Problem abbilden. Diese Idee der Abbildungsreduktion funktioniert also allgemeiner als für Turing-Maschinen. Und zum anderen ist hier der erste Schritt für einen spannenderen Teil, spannendere Aussage, nämlich, wir werden jetzt zeigen, dass wir das Halteproblem, von dem wir ja wissen, dass es nicht entscheidbar ist, abbilden können auf ein solches modifiziertes Postkorrespondenzproblem. Und weil wir wissen, dass das Halteproblem nicht entscheidbar ist, wissen wir damit auch, dass dieses Problem nicht entscheidbar ist und damit auch dieses Problem nicht entscheidbar ist. Ja? Es gibt also eine besondere Instanz, mindestens, von so einem Problem, die nicht entscheidbar ist. Und damit ist die ganze Menge nicht entscheidbar.
Es reicht ja eins, wenn eins drin ist, was nicht entscheidbar ist. Und um das zu machen, ich habe gesagt, wir müssen das Halteproblem abbilden auf dieses Problem, müssen wir wirklich die Abbildung bauen. Wir müssen konkret irgendwie eine Turing-Maschine übersetzen in so ein Dominostein-Problem. Das heißt dann übrigens, es gibt eine Möglichkeit, Turing-Maschinen durch Dominosteine zu realisieren, wenn Sie so wollen. Und das ist vielleicht spannend für irgendwelche abstrakten Computational Chemists, die sich fragen, ob man mit irgendwelchen DNA-Bausteinen Computer bauen kann. Ja? Wie wird der Anfang gewählt? Sie meinen, was die 1 ist? Das ist OBDA. Ja? Also Sie können auch beschließen, dass Sie gerne ein modifiziertes Postkorrespondenzproblem haben würden, wo das 5. immer am Anfang steht. Dann nennen Sie einfach die Indizes um. Nennen den 5. den 1. Kommt das Gleiche raus. Also es gibt einfach ein Steinchen, das wir als den Anfang betrachten. Und das hat halt einen bestimmten Index und den nennen wir ohne Beschränkung der Allgemeingültigkeit 1. Aber was wir wollen ist, wir möchten sicherstellen, dass die Lösung, die uns interessiert, immer so ist, dass am Anfang genau dieses Symbol steht. Und dazu machen wir diese Konstruktion, die, wie ich gerade argumentiert habe, dazu führt, dass das hier notwendigerweise bei jeder Lösung am Anfang steht. Nochmal, warum? Weil eine Lösung besteht ja daraus, dass oben und unten genau das Gleiche steht. Das heißt, insbesondere steht oben und unten am Anfang genau das Gleiche. Und das heißt, der allererste Stein muss schon die Eigenschaft haben, dass die Symbole oben und unten am Anfang identisch sind. Und es gibt nur einen einzigen Stein nach dieser Veränderung, der diese Eigenschaft hat, nämlich der. Und deswegen muss er am Anfang stehen. Okay, bevor es Ihnen allen anderen zu langweilig wird, jetzt kommen wir zu den Turing-Maschinen. Wenn Sie bislang dachten, es zu trocken ist, jetzt wird es richtig so schön spielen mit Dominosteinen. Ja? Wir bauen eine Turing-Maschine aus Dominosteinen. Beziehungsweise wir bauen genau genommen eine Art Dokumentation der Berechnung einer Turing-Maschine aus Dominosteinen. Und ich warne Sie vor, so konkret wie das ist, so hirnverknotend ist es auch. Wir werden, das Ziel unserer Arbeit ist jetzt für die nächsten 5 Minuten, wir möchten eine Turing-Maschine, hier oben steht die Turing-Maschine, kurz zur Erinnerung, eine Turing-Maschine ist ein 7-Tupel aus einem Zustandsraum, einem Eingabealphabet, einem Bandalphabet, das Bandalphabet ist eine Übermenge des Eingabealphabets, einer Übergangsfunktion, einem Startzustand und 2 speziellen Zuständen, die der akzeptierende und verwerfende Zustand sind. Und die hat bestimmte Regeln, wie sie rechnet, nämlich, dass sie in jedem Schritt einen Übergang macht, bei dem sie den Zustand ausliest, das Symbol unter dem Lesekopf ausliest und dann in der Übergangsfunktion nachschaut, was sie tun soll. Und das Tun besteht daraus, dass sie ihren Zustand wechselt, etwas aufs Band schreibt und nach links oder nach rechts fährt. Ja? Und genau diesen Prozess, den bauen wir jetzt auf Dominosteinen. Und zwar so, dass eine valide Rechnung der Turing-Maschine nachher aus einer Abfolge von Dominosteinen besteht, die auf dem unteren Teil eine Abfolge von Konfigurationen der Turing-Maschine haben und auf dem oberen Teil eine Abfolge von Konfigurationen der Turing-Maschine, die genau um einen Rechenschritt verschoben ist nach links, wenn Sie so wollen. Und das sage ich Ihnen vorneweg, damit Sie verstehen, warum die Dominosteine so aussehen, wie sie aussehen. Hier sind sie alle, so sehen sie aus, unsere Bausteine, die die Turing-Maschine bauen. Wir haben einen besonderen Dominostein, das ist der Anfangs-Dominostein, deswegen haben wir uns gerade eben mit dem modifizierten Postkorrespondenzproblem beschäftigt. Auf dem steht oben ein Hash, Sonderzeichen, und unten steht die Anfangskonfiguration der Turing-Maschine. Sie erinnern sich, falls es kurze Wiederholung, gar nicht schlecht, zur Vorbereitung auf die Klausur. Wir beschreiben Konfigurationen von Turing-Maschinen dadurch, dass wir das Wort, das auf dem Band steht, schreiben und in das Wort rein die Position des Lesekopfes kodieren, indem wir den Zustand der Maschine irgendwo dazwischen reinschreiben, da wo der Lesekopf ist. Am Anfang ist der Lesekopf ganz links. Und daneben steht das Wort und die Maschine ist im Zustand Q0. Deswegen steht hier die Konfiguration am Anfang. Und dann haben wir eine Reihe von weiteren Steinchen. Das hier ist ein Steinchen, das einen Eintrag auf dem Band von unten nach oben kopiert.
So, wenn die Teile des Bandes, die sich nicht verändern während des Konfigurationsübergangs, die werden so nach oben geschoben. Hier oben und unten haben wir die zugehörigen Veränderungen zwischen Konfigurationen, wenn die Maschine ihren Zustand wechselt von Q nach R, während sie das Symbol A unter dem Lesekopf liest und dann in, nach B hinschreibt, in den Zustand R übergeht und nach rechts fährt. Das ist dieses Steinchen. Und da gibt es einen Spezialfall für, wenn sie am Ende des beschriebenen Teils des Bandes ankommt, also am rechten Rand des Bandes, wenn Sie so wollen, also der Teil, wo das Band natürlich unendlich weitergeht, aber noch nichts steht, da brauchen wir das. Da steht nämlich hier vorher das Ende der Konfiguration und dann schreiben wir C hin, fahren nach rechts und sind damit eins weiter drüben. Das Gleiche können wir auch für links machen und da ist es jetzt hilfreich, davon auszugehen, dass unsere Turing-Maschine die Eigenschaft hat, dass sie ein nach links und rechts offenes Band hat, sonst müssen wir uns so besonders irgendwie noch kompliziertere Notationen überlegen. Sie wissen ja, dass nach links und rechts offene Turing-Maschinen äquivalent sind zu welchen, die nur nach rechts offen sind, deswegen reicht es. Sieht dann so aus. Und dann brauchen wir am Ende noch spezielle Zustände, die am besten erklärbar sind durch das Beispiel, das ich auf der nächsten Slide mache. Das nenne ich jetzt hier Auslauf. Das sind die, die wir nachher noch brauchen, um zu zeigen, dass wir tatsächlich eine valide Sequenz von Zuständen haben. Und dann ein besonderes, Halte-Domino-Steinchen. Das sieht so aus und da gibt es zwei davon. QF soll entweder für den akzeptierenden oder den verwerfenden Zustand gelten. Und natürlich haben wir von den Links- und Rechts- und Auslaufsteinchen und dem Kopierebandsteinchen haben wir ganz viele verschiedene Kopien, nämlich für jedes Symbol A haben wir eine, so ein Kopierband-Ding, also für alle Elemente aus dem Bandalphabet und dem Hash insbesondere. Und das Gleiche gilt hier für alle möglichen Paare oder Tupel von erster Eingangszustand, was unter dem Lesekopf steht, Ausgangszustand, was er geschrieben hat, wohin er, wo er nach rechts oder links fährt. Also wir haben ganz, ganz viele solche Steinchen jetzt. Die kommen jetzt in so einem großen Sack geliefert von Ravensburger. Und unsere Aufgabe ist, finden wir da eine Lösung des modifizierten Postkorrespondenzproblems, wie ein Puzzlespiel. Also eins, das anfängt mit diesem Steinchen und danach irgendwelche Kombinationen von denen aneinander reiht. Wenn wir eine Lösung gefunden haben, die endet, also eine, wo am Ende dieses Steinchen steht, dieses Steinchen übrigens entspricht diesem speziellen Steinchen von eine Slide davor mit dem Dollar und dem Hash. Das da, das ist unser Sondersteinchen da unten. Wenn wir eine Sequenz finden, die so endet, eine Lösung, dann haben wir eine haltende Berechnung der Turing-Maschine gefunden. Und um das nochmal zu zeigen, warum das funktioniert, ist hier noch eine Beispielrechnung für wie das Ganze funktioniert. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, mich hinzusetzen und mir eine bestimmte Turing-Maschine zu bauen. Angenommen, Sie kriegen diesen Bausatz an einer Turing-Maschine geliefert, dann können Sie sich jetzt vielleicht überzeugen von der folgenden Beweisführung. Nämlich, wenn diese Maschine hält, dann gibt es eine Folge von validen Konfigurationen. Das ist quasi per Definition so. Ja? Also wenn eine Turing-Maschine hält, dann heißt das, sie führt eine Berechnung durch, die den Regeln der Berechnung, der Definition einer validen Berechnung gehorcht, die also immer valide Übergänge macht und am Ende übergeht in eine Konfiguration, die den entweder akzeptierenden oder verwerfenden Zustand enthält. Es gibt also eine Reihe von solchen validen Übergängen zwischen Konfigurationen. Und das Lösungswort, das wir dann finden werden, das zugehörige in unserem Bausatz an Dominosteinchen, ist das hier. Das besteht aus der Anfangskonfiguration, dann den Elementen der validen Sequenz an Konfigurationen, die bis zum akzeptierenden Zustand führt, und dann einer Reihe von Auslaufregeln, die stammen aus diesen Auslaufteilchen hier oben. Und ich glaube, es ist am klarsten, wenn wir uns angucken, wie die Lösung aussieht, die hier steht. Die sieht dann nämlich folgendermaßen aus. Wir haben am Anfang das Startsteinchen und in diesem Fall unsere spezielle Turing-Maschine wird gestartet auf dem Wort 01. Unser Eingabewort ist 01. Und Sie sehen jetzt, dass hier das die Anfangskonfiguration ist. Und dann schauen wir nach in der Übergangsfunktion. In der Übergangsfunktion steht, wenn du eine 0 liest und im Zustand Q0 bist,
dann fahre nach rechts und schreibe eine und lass die 0 da stehen. Ja, also ich habe die Übergangsfunktion hier nicht hingeschrieben, aber sie ist implizit gegeben durch die Auswahl an möglichen Steinchen, die hier stehen. Hier gibt es eine, die wir wählen können, die liegt da oben irgendwo. Ja? Und wir fahren also einen Zustand weiter nach Q1 und durch die Struktur dieses Steinchens, nämlich dass das so ein nach rechts Fahrsteinchen ist, wie hier oben, sorgt die dafür, dass hier jetzt eins oben drüber genau das steht, wo wir herkommen, was also auf der linken Seite der Übergangsfunktion stand. Nämlich, dass wir vorher in Q0 waren und vor der 0. Ja, eine Übergangsfunktion ist ja ein Paar von links und rechts Gleichheit, ne? Also Vorher-Hinterher-Statements. Und hier steht quasi das Vorher-Hinterher. Oben steht Vorher, unten steht Hinterher. Daneben steht auf dem Band noch eine 1, die können wir kopieren mit so einem Kopiersteinchen. Dann ist das die Konfiguration zu Ende, das können wir kopieren mit einem Kopiersteinchen. Und dann geht es weiter, vorher standen zwei Nuller, die können wir kopieren mit dem Kopiersteinchen. Und dann gibt es einen neuen Übergang für, wenn du in Q1 bist und neben dir eine 1 siehst, dann gehe über in, schreibe eine 1 und fahre nach rechts und nehme den akzeptierenden Zustand. Das ist besonders einfache Turing-Maschine. Also jetzt hier möchte sie gerne anhalten, danach kommt das Ende der Konfiguration. Und jetzt müssen wir ja aber dafür sorgen, dass wir noch eine Lösung haben. Und das machen wir, indem wir die Zahl, na, wenn Sie jetzt hier von hier oben rüberlesen bis hierher, dann merken Sie, dass hier oben und unten noch nicht der gleiche String steht. Insbesondere fehlt uns noch ein extra Hash, das wir wieder irgendwo hinzufügen müssen. Und das machen wir mit diesen Auslaufsteinchen. Da kopieren wir wieder, was auf dem Band steht und sagen, ah, wir sind jetzt in einem akzeptierenden Zustand. In einem akzeptierenden Zustand darf man jetzt noch fehlende Zeichen, die man da noch irgendwo rumliegen hat, darf man weglöschen. Und das machen genau diese Löschsteinchen, die hier oben stehen. Danach kommt wieder ein Hash und danach haben wir genau die richtige Anzahl, können wir die Anzahl an Hashes auffüllen, die Parity quasi matchen, indem wir diesen Sonderstein ans Ende legen. So, wahrscheinlich konnten Sie nicht im Detail genau folgen, wie das jetzt wirklich, was da jetzt wirklich passiert ist, warum das genau funktioniert. Lohnt sich vielleicht hinterher nochmal anzuschauen. Aber auf der abstrakten Ebene, ohne dass wir jetzt die Symbole so genau nachvollziehen, haben Sie vielleicht verstanden, was hier passiert ist, ist, dass wir die Rechenregeln einer Turing-Maschine, die Konfigurationsabläufe, die bestehen ja im Prinzip aus der Übergangsfunktion, die ist ja das operative Objekt. Ja? Die haben wir übersetzt in Dominosteinchen. Und warum geht es? Naja, weil eine Übergangsfunktion so ein darstellbar ist durch ein Eingabe gleich Ausgabe. Ja? Linke Seite gleich rechte Seite. Und die linke Seite, die steht auf dem oberen Teil des Dominosteins und die rechte Seite steht auf dem unteren Teil des Dominosteins. Das ist die Struktur, die wir dabei ausnutzen. Und dass das dann genau funktioniert, da muss man halt ein bisschen aufpassen, wie man die Notation hinschreibt. Das bedeutet, dass wir jede Berechnung einer Turing-Maschine, jede valide Rechnung, durch ein zugehöriges, modifiziertes Postkorrespondenzproblem beschreiben können. Und das bedeutet insbesondere, wenn wir eine magische Lösung hätten, einen Algorithmus, der einen Sack Dominosteine nimmt und uns sagt, ob es eine Lösung gibt, dann könnten wir den benutzen, um zu fragen, ob eine bestimmte Turing-Maschine auf einem bestimmten Eingabewort hält. Wir könnten auch fragen, ob sie auf dem leeren Wort hält. Und beide Probleme, wissen wir ja schon, sind nicht entscheidbar durch Turing-Maschinen. Also ist das Postkorrespondenzproblem auch nicht entscheidbar durch Turing-Maschinen. Also, bevor wir in die Pause gehen, kurze Zusammenfassung. Das war nämlich der technischste Teil. Ah, es ist fast der technischste. Es kommt noch eine kleine Sache nach der Pause. Wir haben gezeigt, dass dieses komische Domino-Problem unentscheidbar ist. Und wie haben wir das gemacht? Wir haben ein bekanntes, unentscheidbares Problem, nämlich das Halteproblem. Wir könnten zum Beispiel das Nullhalteproblem nehmen oder auch das allgemeine Halteproblem, reduziert haben auf insbesondere eine Spezialform des Korrespondenzproblems, also das MPCP. Und jetzt wissen wir, dass damit dieses spezielle modifizierte PCP nicht entscheidbar ist und damit übrigens auch PCP nicht entscheidbar ist. Übrigens einer der Gründe, warum das MPCP hier dazwischen steht, ein hilfreicher, ist... Was ist los? Hier ist
in späteren Beweisen oder in anderen Beweisen ist es oft so, wir wollen ja in dem, kommen nachher dahin zurück, okay? Noch zwei Hinweise, bevor wir in die Pause gehen. Zunächst mal ist vielleicht sogar direkt ohne Beweis klar, dass das Ganze auch gilt, wenn wir uns bei dem Alphabet des PCP auf 0 und 1 beschränken, auf das binäre Alphabet. Denn wir können ja beliebige Alphabete immer übersetzen in Binäralphabete. Ja, die Binärzahlen reichen ja aus, alle natürlichen Zahlen darzustellen. Also gilt es natürlich auch für binäre Alphabete. Interessanter und viel weniger intuitiv ist die Einsicht, dass wenn man die Zahl der Dominosteine beschränkt, eine durchaus nicht triviale Struktur entsteht. Es ist bekannt, Stand heute, dass dieses Postkorrespondenzproblem mit genau zwei Arten von Dominosteinen, also ein Dominospiel, das nur zwei Arten von Dominosteinen hat, dass das entscheidbar ist. Dass man also, wenn man weiß, was sind die beiden Dominosteine, dann kann man sagen, ob es eine Lösung gibt oder nicht. Und es ist seit 2015 nach einem Darkstuhl-Workshop der Berechenbarkeitstheoretiker bekannt, dass für Werte größer gleich 5, also für Dominospiele ab 5 Dominosteinen, es unentscheidbar ist, ob ein Postkorrespondenzproblem eine Lösung hat. Und Sie können sich vielleicht überlegen, Sie können auf den Link klicken, das Unterstrichene ist der Link zu dem Originalpaper, Sie können sich vielleicht fragen, wie das funktioniert. Das hat was mit der universellen Turing-Maschine zu tun. Ja, also die Frage ist wieder, was ist die kleinste universelle Turing-Maschine? Dazu gibt es diese Minsky-Tag-Systeme, für diejenigen von Ihnen, die diesen Beweisen Spaß machen. Ja, und die kann man dann übersetzen in zugehörige PCPs. Und, falls Sie sich noch einen Namen machen möchten, für 3 und 4 ist es nicht bekannt, ob das PCP berechenbar ist oder nicht. Also, damit gehen wir in die Pause. Was haben wir bis jetzt gemacht? Wir haben gemerkt, dass im Allgemeinen Dominospielen ein unentscheidbares Problem für Turing-Maschinen ist. Und damit gebe ich Ihnen 10 Minuten Pause. Okay, und jetzt denken Sie sich, um Himmels Willen, warum machen wir hier Dominosteine? Das ist ja, scheint irgendwie völlig absurd zu sein. Was interessiert mich das, ob man irgendwelche Dominosteine bauen kann oder nicht? Kurz nochmal zur Erinnerung, wir machen das zunächst mal, um zu verstehen, dass Berechenbarkeit und die Abwesenheit von Berechenbarkeit, Unberechenbarkeit, es ist nicht ein besonderer Quirk von Turing-Maschinen an sich, von der genauen Art und Weise, wie Turing-Maschinen operieren, sondern der hat wirklich was mit der Beschreibbarkeit von Mustern und der Suchbarkeit von Mustern zu tun. Wenn wir uns eine hinreichend mächtige Sprache liefern, um Muster aufzuschreiben, dann wird es irgendwann unmöglich, was anderes zu tun, als einfach der Reihe nach durch diese Muster durchzugehen und zu hoffen, dass man irgendwann was findet, was passt. Ein anderer Grund, warum wir über PCP reden, ist, dass es nicht nur historisch, sondern auch praktisch in der Berechenbarkeitstheorie relevant ist als ein sehr wichtiges Werkzeug, um verschiedene andere Probleme als nicht entscheidbar zu zeigen. Indem man nämlich diese anderen Probleme von PCP auf diese anderen Probleme reduziert. Wenn man schon weiß, dass PCP nicht entscheidbar ist, was wir jetzt gemacht haben, insbesondere auch MPCP, also das modifizierte PCP, nicht entscheidbar ist, was wir ja gerade eben gezeigt haben, wenn es einem dann gelingt, dieses modifizierte PCP, da gibt es auch verschiedene Versionen von modifiziert, auf ein anderes Problem zu reduzieren, das einen interessiert, dann kann man damit zeigen, dass dieses andere Problem auch nicht entscheidbar ist. Ein Beispiel dafür möchte ich Ihnen zeigen, und es stammt aus den kontextfreien Grammatiken. Der ganze Beweis ist auf einer Slide, deswegen ist die Slide auch so voll, und ist auch wieder so ein technischer Beweis, der Ihnen aber hoffentlich, auch wenn Sie jetzt die Details des Beweises Sie vielleicht ein bisschen vor den Kopf stoßen, Ihnen dabei hilft zu verstehen, wie man sowas macht, wie man solche Muster darstellt. Und das ist ja das, worum wir uns eigentlich hier beschäftigen. Der Satz, den wir zeigen werden, ist einer über kontextfreie Grammatiken. Sie erinnern sich, dass wir also über die endlichen Automaten gesprochen haben, habe ich so eine schöne Liste gemacht von lauter Problemen, die alle entscheidbar sind. Und damals habe ich gesagt, das Wortproblem für endliche Automaten ist entscheidbar, das Leerheitsproblem für endliche Automaten ist entscheidbar und so weiter.
Und damals wussten sie noch eigentlich auch gar nicht, was entscheidbar eigentlich heißt. Sie können jetzt zurückgehen und sich die Slides anschauen, dann werden Sie sehen, was da drauf steht. Für kontextfreie Grammatiken ist das Ganze deutlich komplexer. Insbesondere kann man zeigen, dass, werden wir jetzt zeigen, dass es unentscheidbar ist, ob zwei kontextfreie Grammatiken, G1 und G2, einen nicht leeren Schnitt haben. Sprich, ob die Wörter, die generiert werden können aus der einen und der anderen Grammatik, die Eigenschaft haben, dass es mindestens ein Wort oder beziehungsweise dass es keine Wörter gibt, die von beiden Grammatiken erzeugt werden können. Und wie funktioniert das? Ja, also zunächst mal ganz abstrakt, high level, bevor wir uns den Beweis durchschauen, lassen Sie sich noch nicht so sehr davon verwirren. Es geht hier um zwei Dinge, ja, G1, G2, und wir wollen irgendwas zeigen darüber, dass die beiden irgendwas können, was sie sich irgendwie gemein machen. Und das ist so ähnlich wie bei PCP, da haben wir auch zwei Dinge, nämlich oben und unten, Bausteine für oben und unten, und wir wollen irgendwas machen, was die identisch macht zueinander. Diese ganz vage Struktur, die nutzen wir jetzt aus. Und der Beweis ist wieder eine Abbildungsreduktion und die Richtung ist wieder wichtig. Wir wissen schon, dass PCP oder MPCP nicht entscheidbar ist. Deswegen werden wir MPCP reduzieren auf dieses Grammatikproblem, diesen Schnittproblem der kontextfreien Grammatiken, weil dann wissen wir, dass das auch nicht entscheidbar ist, weil wir ja schon wissen, dass PCP nicht entscheidbar ist. Und es funktioniert folgendermaßen. Wir müssen also, ja, was ist eine Abbildungsreduktion? Wir müssen eine Abbildung konstruieren, welche ein Homomorphismus ist, welche die Eigenschaft hat, dass alle Lösungen von PCP oder MPCP abgebildet werden auf Lösungen, Produktionen oder Lösungen dieses Problems hier oben, die also abgebildet werden auf Grammatiken, die sich, deren Schnittmenge leer ist, und alle Nichtlösungen von dem PCP abgebildet werden auf Grammatiken, die miteinander sich überschneiden oder umgekehrt. Okay, wie funktioniert das? Und das ist so eine Art Beweis, auf die kommt man nicht, wenn man es auf dem Übungsblatt machen soll. Vielleicht ein oder andere von Ihnen, aber im Großen und Ganzen würde ich das nicht erwarten. Ich zeige Ihnen einfach und dann wird es hinterher hoffentlich bei einigen von Ihnen schnackeln, wie das funktioniert. Aber das ist nicht die Sorte Idee, die man einfach so mal kurz hat, wenn man kurz drauf schaut. Es funktioniert folgendermaßen. Angegeben sei ein PCP. Das sieht so aus. Jetzt habe ich es wieder K genannt. Hoffentlich habe ich es da unten überall auch K genannt. Ja? Also eine Liste an Dominosteinchen. Dann, wir wollen ja dieses PCP abbilden auf eine Instanz von dem Schnittproblem von kontextfreien Grammatiken. Das heißt, wir müssen aus dem PCP Grammatiken bauen. G1 und G2. Dann sagen wir folgendermaßen, wir bauen uns erst G1 und dann G2. G1 sieht folgendermaßen aus, wobei, da muss ich erklären, was hier für Symbole stehen. Also, unser Original-PCP enthält binäre Dominosteine, also auf den Dominosteinen stehen oben und unten immer Sequenzen von Nullen und Einsen. Wir bauen uns für die Grammatik folgendes Terminalalphabet. Sie erinnern sich, Grammatiken haben Variablen und Terminalen. Terminalen sind die Symbole, die generiert werden. Und zwar generieren wir die 0 und die 1, das Sonderzeichen Dollar und n andere Symbole. Warum n? Weil unser Dominosteinchen-Set hat n Steinchen. Wir brauchen also eine Indexmenge, ne, Namen für die Steinchen. A1 bis AN sind die Namen der Steinchen. Und dann bauen wir uns eine Grammatik G1, die hat diese Produktionen. Also hier ist die Startvariable. Wir fangen an mit dieser Regel, dass in die Mitte ein Dollar geschrieben wird. Diese Art von Regeln kennen Sie schon aus ein paar Übungsaufgaben. Und links und rechts eine Variable A und B. Und dann können diese Variablen A und B können übergehen in ganz viele Produktionen von diesem Typ. Und Sie brauchen sich die jetzt gar nicht so genau anzuschauen, denn hier drunter steht gleich, was wir damit produzieren. Die Sprache dieser Grammatik, das wäre jetzt vielleicht eine Übungsaufgabe gewesen, zu zeigen, dass diese Produktionen zu dieser Sprache führen. Und die besteht aus welchen Art von Worten besteht die? Da müssen wir sich das mal in Ruhe angucken und überlegen, was hier für Symbole stehen. Da steht immer, bei so einem Wort steht immer in der Mitte ein Dollar. Links steht eine Sequenz von endlicher Länge von den Wörtern aus dem oberen Teil
von Steinchen. Daneben steht die Indizes, die Namen dieser Steinchen, und zwar in der anderen Reihenfolge. Also wir fangen hier wieder bei 1 an und gehen wieder bis IK. Und auf der anderen Seite steht auch so eine Sequenz von rückwärts geschriebenen, das Tilde da oben drüber heißt rückwärts geschrieben, könnte auch hoch R schreiben können, rückwärts geschriebenen Wörtern, die generiert werden können, indem man untere Teile von Steinchen aneinanderfügt. Aber Sie sehen, hier steht ein M, da steht ein K. Die linke und die rechte Seite stammt aus unterschiedlichen, kann aus unterschiedlichen Steinchen kommen. Und daneben stehen wieder die Namen der Steinchen, die dieses Wort produziert haben. Das ist die eine Grammatik. Also, diese Grammatik produziert Wörter, die links beliebige Sequenzen von oberen Teilen von Dominosteinchen produziert und das, was da draufsteht auf den Dominosteinchen, und rechts beliebige andere Sequenzen von unteren Wörtern, die aus unteren Teilen von Steinchen entstehen, aber nicht den gleichen, sondern einfach irgendwelchen anderen von beliebiger Länge. Und die andere Grammatik, G2, der geben wir diese Produktion, die ist sehr viel einfacher. Sie sehen, die Startvariable geht über in sowas mit einem S in der Mitte und immer links und rechts das gleiche A bis zu einem Terminus, und der Terminus geht dann über in so ein Ende. Die produziert diese Sprache, und diese Sprache besteht aus Wörtern, wo links eine Sequenz von Namen von Steinchen steht. Moment. Schwieriger Satz, muss ich zu Ende sagen. Und danach ein beliebiges Wort aus dem Alphabet, also aus der klinischen Hülle über dem Alphabet, beliebiges Wort. Daneben das gleiche Wort, aber beliebige Wort rückwärts. Und eine beliebige Sequenz von Namen von Steinchen, aber die gleiche wie links, rückwärts. Okay? Und jetzt wird vielleicht klar, oder fangen Sie an zu ahnen, wie das funktioniert. Wenn der Schnitt zwischen diesen beiden Sprachen, also erstens mal, das sind offensichtlich kontextfreie Grammatiken, ja? Denn sie haben Übergangsregeln, wo links immer nur eine Variable steht. Das heißt, sie sind kontextfrei. Okay, richtig definiert. Zweitens, wir können offensichtlich diese Abbildung generieren. Die kann man durch eine Turing-Maschine realisieren. Das ist ein Stück Code, das Sie selber in, ich weiß nicht, Python schreiben könnten. Ja? Also ist offensichtlich was, was ein Computer generieren kann. Ist also eine berechenbare Abbildung. Und jetzt müssen wir noch zeigen, dass diese berechenbare Abbildung die richtige Eigenschaft hat. Nämlich, wenn diese beiden Sprachen einen nicht leeren Schnitt haben, wenn sie also zwei Sequenzen generieren können, wo ein Wort hier drin ist, das auch da oben vorkommt, dann heißt es, es gibt ein bestimmtes Wort, dieses Wort, mindestens ein bestimmtes Wort, das heißt V, und links davon steht eine bestimmte Sequenz von Namen von Dominosteinchen. Und diese gleiche Sequenz steht auch in dem anderen drin. Und daneben steht das, was oben auf dem Steinchen steht und das, was unten auf den zugehörigen identischen Steinchen steht, weil hier ja ein U-Tilde steht. Und die rechte Seite, rückwärts geschrieben, ist das gleiche wie die linke Seite, weil da links und rechts ein V steht. Das ist also eine Lösung von dem PCP. Wir haben also gezeigt, dass wenn es eine Lösung von dem PCP gibt, dann haben diese Sprachen einen nicht leeren Schnitt. Und wenn sie einen nicht leeren Schnitt haben, dann steht da drin mindestens ein Wort, das kann ich rauslesen, und dieses Wort ist dann eine Lösung von dem PCP. Damit habe ich gezeigt, dass das ein Homomorphismus ist, diese Abbildung. Ja? Also, wenn eine Lösung von PCP vorliegt, dann ist diese auch eine Antwort auf diese Frage, ob die beiden Grammatiken einen nicht leeren Schnitt haben oder einen leeren Schnitt haben. Und wenn diese Frage beantwortet ist, dann liefert sie auch die Lösung für PCP. Also heißt es, das Schnittproblem für kontextfreie Grammatiken ist von PCP aus abbildungsreduzierbar. Also PCP ist abbildungsreduzierbar auf das Schnittproblem zwischen kontextfreien Grammatiken, und deswegen muss das notwendigerweise auch nicht entscheidbar sein. Und diese Art von Beweisen werden in den formalen Sprachen
benutzt, um alle möglichen Eigenschaften von solchen Grammatiken zu zeigen. Hier ist nochmal eine ganze Liste von solchen Aussagen. Man kann sich jetzt zum Beispiel, die stammt übrigens aus dem Schöning, da können Sie die Beweise dazu auch nachlesen. Die fängt an mit dem, was ich gerade eben gemacht habe, da oben dem da. Übrigens kann man sich jetzt überzeugen, dass diese Grammatiken, die ich Ihnen gerade eben gezeigt habe, die da so kompliziert standen, dass das deterministische kontextfreie Grammatiken sind. Wie das geht, darüber haben wir gesprochen in der Vorlesung über deterministische kontextfreie Grammatiken. Und deswegen kann man insbesondere zeigen, dass diese Eigenschaft schon für deterministisch kontextfreie Grammatiken gilt, weil der Beweis nämlich so funktioniert. Also haben wir eine Abbildungsreduktion gemacht auf deterministisch kontextfreie Grammatiken. Selbst die sind schon nicht entscheidbar, also deren Schnittproblem ist schon nicht entscheidbar. Und durch Varianten dieses Beweises, die können Sie im Schöning nachlesen, die sind aber ein bisschen länglich, kann man auch diese weiteren Aussagen hier alle als nicht entscheidbar zeigen. Das sind kleine Veränderungen dieser Grammatiken. Man kann zeigen, dass man nicht entscheiden kann, ob der Schnitt unendlich ist. Also ob es unendlich viele Wörter gibt, die in der Schnittmenge zwischen zwei Grammatiken liegen, der Sprachen zweier Grammatiken liegen. Man kann auch nicht entscheiden, ob der Schnitt zwischen zwei Grammatiken, wenn er denn, egal ob er leer ist oder nicht leer ist, ob er kontextfrei ist. Man kann auch nicht entscheiden, weil Sie wissen, Sie erinnern sich daran, ne, für kontextfreie Grammatiken, die sind nicht abgeschlossen unter Schnitt. Also der Schnitt von zwei kontextfreien, selbst deterministisch kontextfreien Grammatiken ist nicht notwendigerweise wieder kontextfrei. Man kann auch nicht entscheiden, ob eine Sprache eine Teilmenge der einer anderen ist für kontextfreie Grammatiken. Und im allgemeineren Fall, also für nicht deterministische kontextfreie Grammatiken, kann man auch nicht entscheiden, ob zwei Sprachen identisch sind, ob die Grammatik mehrdeutig ist, ob ihr Komplement kontextfrei ist, ob sie regulär ist. Sie erinnern sich schon, bei Turing-Maschinen war es auch so, dass wir nicht entscheiden können, ob die Sprache regulär ist. Und so weiter und so weiter. Ja, also da gibt es noch eine ganze Reihe an weiteren solcher Instanzen. Man verwendet also diese anderen Arten, Probleme darzustellen, PCP insbesondere, um zu zeigen, dass alle möglichen Arten von Rechnungen nicht entscheidbar sind. Und PCP ist aber auch nicht irgendwas ganz Besonderes, Ausgezeichnetes, so wie die Turing-Maschinen offensichtlich nicht ganz besonders was Ausgezeichnetes sind. Es gibt ganz viele verschiedene andere Arten, mathematische Probleme aufzuschreiben, die mächtig genug sind, dass man damit Sachen sagen kann, die man nicht beweisen kann. Ein anderes Beispiel, von dem Sie vielleicht schon mal gehört haben, das ehrlich gesagt eine ziemlich direkte Variante von PCP ist, sind die sogenannten Wang-Tiles nach Hao Wang, Mathematiker, den Sie hier rechts sehen, der sich mit diesen, man nennt das manchmal auch ein Domino-Problem oder ein Tiling-Problem, ein Fliesen-Problem, ein Kachel-Problem beschäftigt hat. Seine Formulierung dieser Probleme besteht aus solchen Kacheln. Also wir haben einen Problemsatz, und das mache ich jetzt ein bisschen schneller und abstrakter, weil ich glaube, Sie können da jetzt relativ schnell folgen der Idee, auch wenn ich keine sauberen Definitionen hinschreibe. Die sehen immer so aus, also jede so eine Kachel hat vier Felder, wie Sie sehen, und zu jedem Feld gehört eine Farbe oder auch einfach ein Index, ja, also eine natürliche Zahl, irgendwie eine Auswahl aus einem endlichen Satz an möglichen Farben. Und die Frage ist, gibt es eine Möglichkeit, diese Fliesen so aneinander zu legen, dass immer jeweils aufeinanderstoßenden Kanten der Kacheln die gleiche Farbe ist? Das ist so ein klassisches Problem, so aus der, wenn Sie so wollen, Geometrie. Ja, gegeben einen Satz an Kacheln, die Sie im Baumarkt kaufen können, gibt es eine Möglichkeit, die so hinzulegen, dass ein schönes Muster entsteht. Also sprich, dass immer die Kachelseiten aufeinander liegen. Hier ist so ein Beispiel dafür. So ist das eine Lösung. Und auch diese Frage nach, gegeben einen Satz an Kacheln, mit hinreichend vielen Kacheln, also zwei reicht nicht, man muss irgendwie genug viele davon haben, gibt es die Frage danach, ob es so eine Lösung gibt, ist auch unentscheidbar. Und wie beweist man das? Wieder auf die gleiche Art, indem man die Turing-Maschine reduziert auf Kacheln. Hier ist das zugehörige Lösung, die stammt aus einem Tech-Report, und da habe ich jetzt ein kleines Problem, die stammt von einem finnischen Kollegen, dessen Webseite ist sogar noch auffindbar, aber auf der Webseite steht nur dieser Tech-Report, und in dem Tech-Report steht sein Name nicht drin, oder ihr Name. Ich habe den Tech-Report jetzt auf Ilias gelegt, Sie können da lesen. Ich kann Ihnen aber leider nicht sagen, von wem er ist, nur dass er von einer finnischen Universität stammt und die Person nicht mehr weiter nachvollziehbar ist, weil es aus einer kryptischen URL stammt.
die zeigt, dass Wangfliesen unentscheidbar sind, insbesondere weil man das Halteproblem darauf reduzieren kann. Aber genau genommen nicht das Halteproblem, sondern das Komplement des Halteproblems. Also die Frage, ob es eine Turingmaschine gibt, die niemals hält auf dem leeren Board. Und es funktioniert fast genauso wie gerade eben bei PCP. Man übersetzt nämlich die Rechnung einer Turingmaschine in einen die Konfiguration einer Turingmaschine zu einem bestimmten Zeitpunkt übersetzen wir in eine Reihe an Kacheln, die nebeneinander liegen, und den Übergang von einer Konfiguration zur nächsten durch den Übergang von einer Reihe zur nächsten oben drüber. Und das funktioniert so: Wir haben diesen Satz an Kacheln, wieder für alle möglichen Symbole im Arbeitsalphabet und Zuständen haben wir so eine Kachel. Und dann haben wir diese Spezialkacheln, die machen die Übergänge, die schauen wir uns gleich an. Und hier drüben sind Kacheln für den Startzustand der Turingmaschine und daneben noch Kacheln für leere Zellen auf dem Band. Und jetzt können Sie sich vorstellen, zu Beginn ist eine Turingmaschine in ihrem Startzustand und wenn wir insbesondere das Nullhalteproblem reduzieren wollen, also ob eine Turingmaschine auf dem leeren Board niemals anhält, dann interessieren wir uns ja für eine Turingmaschine, die am Anfang ein leeres Band hat. Das heißt, wir fangen an ganz links unten in unserem Koordinatensystem. Wir interessieren uns für eine Kachelung des, wenn Sie so wollen, Oktanten. Da steht links unten diese Kachel mit dem Q0 und dem Hash. Hier fangen wir an. Das ist der Anfangspunkt, unser 0-0-Koordinatensystem. Und da ist diese Kachel, die hat hier in dem oberen Teil steht das Symbol Q0. Und hier steht, ist es das Stern, ist das Zeichen für die eine weitere Sonderfarbe, die heißt Stern heißt. Die ist hier drin. Und hier drüben haben wir so eine, also alles, was weiß ist, ist auch eine Farbe. Ja? Also weiß heißt auch einfach leer. Ja? Und daneben stehen ganz viele Kacheln, die alle so Stern, Stern, Hash drin haben. Ja? Und davon haben wir unendlich viele in diese Richtung. Hier rüber. Geht es immer unendlich weiter. Und jetzt macht die Turingmaschine, rechts von sich, von ihrem Kopf, das Ende vom Band sieht, dann kann sie nachgucken in ihrer Übergangsfunktion, was passiert mit mir als nächstes. Sagen wir mal, das nächste, was passiert ist, dass sie den Kopf nach rechts bewegt und auf das Band ein A schreibt. Ja, dann gäbe es da so eine Kachel, die sagt, ich gehe über von Q0 auf, ich schreibe meinen Kopf hierhin, sagen wir mal, wir gehen über in den Zustand Q1, das ist wahrscheinlich zu klein gemalt, was ich hier male, ne? So, und ich schreibe auf das Band ein A und daneben brauche ich dann hier ein Ding, das sagt, bei mir steht der Q1, hier unten steht ein leeres Zeichen und daneben steht noch nichts und oben drüber steht das Zeichen A. So. Und jetzt können Sie sich vielleicht vorstellen, dass diese Kachelung die Eigenschaft hat, dass wenn es eine Kachelung gibt des rechten oberen Oktanten, also den unendlichen Teil nach rechts oben, sodass das immer aufgeht, dann heißt es, dass es eine Sequenz an Abfolgen von Konfigurationen von einer Turingmaschine gibt, welche niemals halten. Niemals halten, warum? Weil es eine Kachelung nach unendlich rechts nach oben gibt, die also niemals irgendwie stehen bleiben. Und damit haben wir gezeigt, dass das Komplement des Nullhalteproblems, nämlich also die Frage, ob eine gegebene Turingmaschine auf dem leeren Board niemals hält, von der wir auch wissen, dass sie nicht entscheidbar ist,
darstellbar ist durch so eine Frage danach, ob ein bestimmtes Tiling-Problem eine Lösung hat. Also Kachelungen sind auch nicht berechenbar. Ein weiteres Beispiel. Und übrigens hier, ne, hier ist noch der Satz nochmal dazu. Jetzt habe ich, ja gut, das hätte ich aber gerade zeigen wollen. Hier ist so eine Kachelung, die funktioniert. Und im Prinzip haben wir damit, da unten steht's, diese Beweisführung gemacht. Ja, wir haben gesagt, wenn diese Art von Abfolge von Konfigurationen, die kann man benutzen, um zu testen, ob ein Komplement vom Nullhalteproblem eine Lösung hat oder nicht. Ja? Okay, also Kacheln genauso wie Dominosteine, unentscheidbar. Und das klingt jetzt, als ob das vielleicht irgendwie sehr esoterische mathematische Probleme sind. Es gibt aber da durchaus auch sehr viel konkretere Übersetzungen in vielleicht Teile der Mathematik, die Ihnen eher bekannt sind. Eine Variante davon ist zum Beispiel das sogenannte Matrix-Motalitätsproblem, von dem ich jetzt nichts zeigen werde, sondern nur so eine Intuition geben möchte. Angenommen, Ihnen ist eine Menge an Matrizen gegeben, die alle quadratisch sind, damit sie aneinander passen, gleich groß sind. Und da drin stehen irgendwelche ganzzahligen Einträge. Wichtig ist, dass es ganzzahlig ist, sonst wird es nämlich wieder interessanterweise einfacher, witzigerweise. Dann könnte es Sie interessieren, ob es eine Aneinanderreihung von Matrizen gibt, also ein Produkt von Matrizen aus dieser Menge, so dass das Gesamtprodukt 0 ist. Das ist interessante Element in dieser algebraischen Struktur. Und auch dieses Problem ist unentscheidbar. Und auch hier ist die Intuition wieder so, es ist klar, dass es rekursiv aufzählbar ist, weil Sie können natürlich alle möglichen Aneinanderreihungen, alle möglichen Produkte von solchen Matrizen, endlich vielen Matrizen aufschreiben und indizieren. Aber wenn Sie welche hingeschrieben haben und noch nicht die Null gefunden haben, dann wissen Sie noch nicht, ob Sie einer Lösung irgendwie näher sind oder nicht. Und auch hier wieder ist es möglich, in diesem Fall ist das eigentlich möglich, PCP zu reduzieren auf dieses Problem und deswegen ist es wieder entscheidbar. Historisch das vielleicht bekannteste solche Probleme, wenn auch praktisch nicht das relevanteste, ist diese diophantische Gleichungen, von denen ich schon mal erzählt habe, die noch von Hilbert selbst aufgestellt wurden, als eins seiner Jahrhundertprobleme zum Mathematikerkongress um 1900. Das ist das 10. Problem. Das habe ich Ihnen schon mal gezeigt, deswegen mache ich es relativ schnell. Diese Art von Gleichungen, die nennt man diophantische Gleichungen, das sind also Polynome mit Koeffizienten, und dann ganzzahligen Termen, Variablen y, x, y, z, oder also Anzahl von Variablen hier drin, also hier ist die allgemeine Definition. Dann ist die Frage danach, ob so eine Gleichung lösbar ist, also ob es hier eine Kombination von x, y und z gibt, sodass da eine Null steht. Ist im Allgemeinen, also für allgemeine Polynome, auch nicht entscheidbar. Es gibt keinen allgemeinen Algorithmus dafür. Dass das so ist, wurde gezeigt, übrigens, von, das sind zwei Gruppen von Autoren. Die erste Gruppe ist Martin Davis, Hilary Putnam und Julia Robinson. Und deren Artikel von 1961 führte dann zu der Lösung durch Juri Matjasiewicz 1970. Warum ist das relevant? Martin Davis war einer der Doktoranden von Emil Post. Und der Beweis besteht auch wieder aus einer Reduktion aus dem postischen Korrespondenzproblem. Also eins der fundamentalen Probleme der Mathematik von Hilbert, auch als nicht berechenbar aufgezeigt. Nicht mit Turing-Maschinen, sondern mit Dominosteinen, wenn Sie so möchten. Da kommt Ihre Verbindung zur Mathematik hier wieder ins Spiel. Und diese Art von Struktur, für die gibt es inzwischen ganz, ganz, ganz viele andere Beispiele. Ein anderes System, das Sie vielleicht kennen, ist, und jetzt funktioniert die Animation nicht, deswegen ist natürlich das jetzt sehr blöd. Geht's dann wieder nicht mehr? Doch, es geht noch. Okay, also, hier ist Conway's Game of Life. Wer kennt das? Da warte ich ein paar mehr Hände. Ah, mehr als die Hälfte von Hörsaal. Okay, hier ist wieder ein unberechenbares Problem. Ein unentscheidbares Problem. Jetzt gehe ich schon zu schnell. Ein unentscheidbares Problem. Für diejenigen, die gerade nicht die Hand gehoben haben, es ist ein zellulärer Automat. Also, was Sie da oben sehen, sind dahinter versteckt, ist ein Gitter an Koordinaten. Sie können sich Pixel vorstellen. Und das können Sie sogar nach links und rechts unendlich offen sich vorstellen. Auf einem Gitter hat jeder Pixel 8 Nachbarn, ja, unter einem bestimmten Modell von Verbundenheit. Und dann kann man da ganz einfache Regeln aufstellen und sagen, wir gehen in Zeitschritten durch dieses System durch
und sagen, von einem Zeitschritt zum nächsten wird eine schwarze Zelle, hat sie die Eigenschaft, dass wenn sie genau zwei oder drei Nachbarn hat, die selber schwarz sind, dann bleibt sie schwarz, sonst wird sie weiß. Und eine beliebige weiße Zelle wird schwarz, wenn sie drei schwarze Nachbarn hat und sonst bleibt sie immer weiß. Das sind extrem einfache Regeln aufzustellen. Aber Sie vielleicht merken Sie auch schon, fühlt sich irgendwie ein bisschen mächtiger an als PCP, ja, nochmal ein bisschen reichhaltiger, auf dem Computer relativ einfach zu realisieren. Und jetzt dann stellt sich raus, dass dadurch ganz wunderbare Muster konstruierbar sind. Hier ist so eins, sowas ist so eine, das nennt sich eine Slider-Gun. Da gibt es also eine ganze Welt von Hobby-Enthusiasten, die sich mit diesem Spiel beschäftigen und daraus alles Mögliche realisieren. Sie finden, wenn Sie mal Conway's Game of Life in YouTube eingeben, da können Sie so meditativ den ganzen Abend mit verbringen. Insbesondere ist es möglich, mit diesen Regeln eine Turing-Maschine zu realisieren, die auch selber rechnet, also die Rechenschritte einer Turing-Maschine baut. Und zwar nicht nur irgendeiner Turing-Maschine, sondern insbesondere auch einer universellen Turing-Maschine. Damit ist schon klar, dass dieses Problem nicht entscheidbar ist. Wobei, was genau meine ich mit das Problem? Die Frage, ob eine bestimmte Startkonfiguration übergehen kann in eine bestimmte Endkonfiguration, ist im Allgemeinen nicht entscheidbar. Weil ich nämlich insbesondere als Startkonfiguration die Startkonfiguration einer universellen Turing-Maschine auf einem bestimmten Wort oder vielleicht auch dem leeren Wort nehmen könnte. Und die Frage ist, ob eine bestimmte Endkonfiguration, nämlich die mit einem haltenden Zustand, erreicht wird. Ja, wenn das dadurch, dass das darstellbar ist durch so ein Problem, kann dieses Problem nicht entscheidbar sein, denn sonst könnte ich damit ja das Halteproblem entscheiden, von dem wir schon wissen, dass es nicht entscheidbar ist. Ja. Übrigens sind diese zellulären Automaten ein Spezialfall, die Conway's Game of Life ist ein Spezialfall von zellulären Automaten, das möchte ich nur am Rande noch erwähnen, weil das irgendwann mal auftauchte in einer der vorherigen Vorlesungen, hat es jemand mal als mögliche Antwort auf eine bestimmte Frage formuliert, die schon eine ganze Weile lang studiert werden, die sind älter als Conway's Game of Life, die stammen aus einer Arbeit von John von Neumann, dem bereits mehrfach erwähnten, berühmten ungarisch-mathematischen Mathematiker, Informatiker, Universalgelehrten, wirklich absurder Mensch, der sich mit solchen zellulären Automaten beschäftigt hat, auch wieder in dieser Phase Anfang des 20. Jahrhunderts, wo schon mal die Verbindung zwischen Maschinen und Menschen und menschlichem Denken und Intelligenz und so diskutiert wurden, damals auf einer sehr viel formaleren mathematischen Ebene. John von Neumann hat etwas allgemeiner zelluläre Automaten definiert, so ähnlich wie Conway, aber eben als allgemeineren Satz an Regeln, nämlich als ein zweidimensionales Gitter von Pixeln, bei denen jeder Pixel einen bestimmten aus einer endlichen Anzahl von Zuständen einnehmen kann. Bei von Neumann waren das ein paar mehr, ich glaube paar 30 oder 28 oder sowas, also nicht nur 1 und 0, sondern ein paar mehr. Und die dann ineinander, also übergehen von einem Zeitschritt zum nächsten in eine neue Farbe, einen neuen Zustand, basierend darauf, welche Farbenzustände ihre direkten Nachbarn haben. Da kann man Regeln definieren. Klar, dass man das irgendwie motivieren kann durch so biologische Systeme, ne, irgendwie Zellen, die nebeneinander liegen und die von ihren Nachbarn beeinflusst werden, die gefressen werden oder daran sich laben und dann wachsen und Farben verändern und so weiter. Und von Neumann hat damals schon gezeigt, dass es mit dieser Art von Rechenregeln möglich ist, sogenannte universelle Konstruktoren zu bauen. Also Maschinen, die sich selbst reproduzieren. So eine sehen Sie hier in diesem Bild dahinter, das stammt aus Wikipedia. Hier sehen Sie so einen universellen Konstruktor, das da ist er. Das ist also eine Zahl von Pixeln und die Farben geben ihre Zustände an. Man sieht hier sehr schlecht, wie viele Farben die eigentlich haben, in dem Fall sind es 30. Und dieser Konstruktor hat angefangen am Anfang nur mit sich selber und nach ein paar Zeitschritten hat er dann hier oben den zweiten gebaut, die Kopie von sich selber. Der hat dann angefangen, eine weitere Kopie von sich selber zu machen, die ist aber noch nicht fertig, die hier. Die wird gerade noch fertig gebaut. Und das, was hier unten rausläuft, das ist kein Abfall, ist nicht aus Versehen so, sondern ist mit Absicht so gewählt. Das ist der genetische Code, das Programm, das nötig ist, um so eine Maschine zu bauen, die also den Programmcode enthält. Die Möglichkeit, solche Konstruktoren zu bauen,
überträgt sich übrigens auch auf Turing-Maschinen. Es gibt ein Theorem, das ich nur am Rande erwähnen möchte, das Sie im SIPSA auch bewiesen finden können, SIPSER, Paragraph 6.1, das sogenannte Rekursionstheorem. Brauchen Sie sich nicht zu merken, wenn es Sie nicht interessiert, aber es ist eine sehr interessante Erkenntnis, ist auch dann, sind wir danach auch fast am Ende. Nämlich, dass, hier steht der Satz, und den müssen wir jetzt erstmal kurz verstehen, dass es für eine beliebige Turing-berechenbare Funktion t, also gegeben eine Funktion t, die zwei Wörter einnimmt und ein Wort ausgibt, immer eine Turing-Maschine gibt, die nennen wir R für Rekursion, welche selber eine Funktion berechnet, das ist das, was Turing-Maschinen machen, so das gilt für beliebige Eingabeworte w, ist das, was diese Maschine R macht, die Funktion t anzuwenden auf ihrer eigenen Gödelnummer mit dem Wort w. Das ist erstmal, muss ich setzen, was das heißt. Was bedeutet dieser Satz? Das heißt, es gibt eine Turing-Maschine. Nein, sorry, es gibt für jede Funktion, die man Turing berechnen kann, insbesondere auch, ich glaube, so macht der Satz am meisten Sinn, insbesondere auch für Funktionen, bei denen die linke Seite hier in Erwartung immer eine Gödelnummer ist, wo man davon ausgeht, dass es eine Gödelnummer ist, gibt es für jede solche Funktion eine Turing-Maschine, welche für eine beliebige Eingabe ihre eigene Gödelnummer berechnet und dann die Funktion t auf dieser Gödelnummer mit dieser Eingabe ausführt. Das heißt, wenn zum Beispiel die Funktion t die universelle Turing-Maschine ist, die ein Programmcode einer Turing-Maschine auf einer bestimmten Eingabe berechnet, dann ist es, sagt dieser Satz unter anderem, es gibt eine Turing-Maschine, die ihre eigene Gödelnummer ausrechnen kann und diese dann an die universelle Turing-Maschine weitergeben kann, die sie quasi in sich selbst drin hat, und dann sich selbst auf beliebigen Worten auswerten kann. Das geht. Der Beweis dafür ist gar nicht so einfach. Das ist vielleicht die Existenzgrundlage für Computerviren. Ja, also dass es möglich ist, Computerprogramme zu schreiben, die ihren eigenen Programmcode in eine Nachricht verpacken, den sie dann woanders hinschicken, das dann eine andere Maschine infiziert, auf der sich das Programm selber wieder ausführt. Ja, so ähnlich wie diese zellulären Automaten, die sich selber reproduzieren. Dahinter steht natürlich auch so eine philosophische Frage davon, ob Maschinen eigentlich so sein können wie Menschen, nämlich ob sie sich selber reproduzieren können, ob sie fundamental abhängig sind von einer äußeren Kraft, welche sie immer wieder neu baut, oder ob sie sich selber komplett reproduzieren können. Und in dieser Art und Weise zumindest können sie sich selber reproduzieren. Die letzten paar Slides hier, die waren bloß ein Vorgriff auf die nächste Vorlesung, die lasse ich weg. Stattdessen gehen wir direkt zum Ende. Was haben wir heute gemacht? Wir haben noch 5 Minuten, lassen Sie mich kurz zusammenfassen. In den vorherigen Vorlesungen haben wir uns sehr fokussiert auf Turing-Maschinen. Der nächste Teil der Vorlesung bis zum Ende der Berechenbarkeitstheorie dreht sich darum, wie wir wegkommen oder was eigentlich außenrum so existiert um die Turing-Maschinen herum. Und als ersten Schritt dazu haben wir heute festgestellt, dass es auch eine ganze Reihe von anderen mathematischen Fragen gibt, die unentscheidbar sind. Nicht nur Eigenschaften von Turing-Maschinen sind unentscheidbar durch Turing-Maschinen, sondern es gibt auch andere mathematische Fragen, die erstmal auf den ersten Blick gar nichts mit Turing-Maschinen zu tun haben, die auch unentscheidbar sind. Zum Beispiel, ob ein bestimmter Sack an Dominos eine bestimmte Lösung erlaubt. Zum Beispiel, ob ein bestimmter Satz an Kacheln eine Kachelung eines unendlich großen Bodens erlaubt. Zum Beispiel, ob eine bestimmte Menge an Matrizen ein Produkt erlaubt, das zu Null führt. Oder ob eine bestimmte Instanz von Conway's Game of Life irgendwelche zellulären Automaten bestimmte Konfigurationen erreichen können. Also, wenn Sie den Eindruck bekommen haben oder wenn Sie sich vielleicht Sorgen machen könnten, dass Turing-Maschinen irgendwie in sich kaputt sind und die einzigen sind, die unberechenbar sind, dann haben wir jetzt gemerkt, dass es auch noch andere Probleme gibt, die ziemlich weit weg sind von der Semantik von Turing-Maschinen, die auch unentscheidbar sind. Die andere Frage, die sich jetzt aufdrängt, die wir dann in den nächsten beiden Vorlesungen machen, ist, gibt es vielleicht, also alles, was wir heute angeschaut haben, waren ja keine, wenn Sie so wollen, Berechenbarkeitsmodelle, keine Algorithmen, keine Kalküle, sondern nur Formulierungen von Problemen. Also
Das postische Korrespondenzproblem ist eine Art aufzuschreiben, was eine Lösung ist, aber nicht eine Art aufzuschreiben, was der Algorithmus ist, der die Überführungen macht, der die einzelnen Dominosteine aneinander legt. Dafür haben wir bislang die Turing-Maschinen benutzt. Was wir jetzt machen werden in den nächsten beiden Vorlesungen, ist zunächst mal zu definieren, was es heißt, für ein anderes Kalkül, eine andere Art von Berechnungsmodell, erstmal ein Berechnungsmodell zu sein und dann, was es heißt, äquivalent zu sein oder zumindest so mächtig zu sein wie Turing-Maschinen. Und dann werden wir direkt feststellen am Donnerstag, dass es da mehrere Berechnungsmodelle gibt, die entweder höchstens oder genauso mächtig sind wie Turing-Maschinen. Und diese Berechnungsmodelle, die werden Ihnen sehr bekannt vorkommen. Die kommen nicht von ungefähr, sondern die stammen daher, dass die Programmiersprachen, die Sie wahrscheinlich so im Alltag benutzen, genau diese semantischen Strukturen haben, Schleifen zum Beispiel, For- und While-Schleifen und Conditional Statements, If, Then, Else und so weiter, die uns genau erlauben, die Rechnungen von Turing-Maschinen zu reduzieren auf elementare Rechnungen. Das heißt, was wir jetzt als nächstes feststellen, ist, warum eigentlich die Computer, die vor Ihnen stehen, tatsächlich Turing-Maschinen sind. Und damit bin ich für heute am Ende. Wir sehen uns am Donnerstag wieder. Bis dahin.